Das Wetter lässt heute ziemlich zu wünschen übrig. Von der Nordsee her ziehen ziemlich dunkle Wolken auf, die wohl auch gleich noch Regen bringen werden. Ja, aber gegen Mittag soll es auch wieder schöner werden. Wer sich jetzt über unser Ablegemanöver gewundert hat, wir hätten natürlich auch vorwärts ablegen können. Allerdings hat unsere Pandora über Backbord einen ziemlich großen Wendekreis. Und so war es für uns einfacher, das ganze Manöver rückwärts zu machen. Dann war jetzt der Wendekreis einfach kleiner. War ja für uns eine Sackgasse. Von da aus müssen wir also den Großteil des Weges einfach wieder zurück. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch wieder unter den ganzen Brücken her und schauen wir mal, wie viel es dann heute werden.
Wir kommen jetzt hier an diese Kreuzung. Wenn wir hier nach rechts, also nach Steuerbord fahren würden, käme man Richtung Delft und Den Haag zum Beispiel und letztendlich dann unten auch nach Rotterdam. Wir biegen hier aber nach links ab, nach Backbord und fahren immer noch das gleiche Stück zurück, was wir auch hingefahren sind. Normalerweise stellen wir uns nicht so nah an die Brücken dran, aber irgendwie haben wir es hier ein bisschen eilig gehabt. Hatten wir dem Brückenwärter auch gesagt, weil die nächste Brücke, die kommt, die ist zwar nicht weit entfernt, aber ein Stückchen schon, und das ist wieder die Eisenbahnbrücke. Die öffnet nur zu ganz bestimmten Zeiten und man hat nur ein kleines Zeitfenster dafür. Und deshalb hatten wir es da so ein kleines bisschen eilig und standen relativ nah davor. Die Eisenbahnbrücke ist jetzt hier auch schon direkt vor uns und unser Zeitfenster passt auch. Sie wird etwas verspätet, allerdings geöffnet, müssen wir auch sagen. Warum, wissen wir natürlich nicht. Und passt aber ganz gut, wir können damit durchfahren. Sonst hätten wir eine halbe Stunde wieder warten müssen. Nächste Kreuzung, allerdings fahren wir hier jetzt nicht nach rechts, nach Steuerbord, von da sind wir ja vor ein paar Tagen gekommen, sondern biegen hier jetzt nach links ab, nach Backbord. Und ja, wer sich hier ein bisschen auskennt, weiß, was für eine Stadt hier liegt. Das ist die schöne Stadt Leiden und die wollen wir jetzt einfach auch mal besuchen. Wir haben uns im Vorfeld schon mal ein bisschen informiert über die Liegeplätze hier in Leiden und das haben wir über die Internetseite von Leiden gemacht und auch über Google Maps und haben in Erfahrung gebracht, dass es hier natürlich einen Passantenhafen gibt, dass der allerdings auch, ja, ich sag mal, relativ klein bzw. eng ist. Ja, da wussten wir also, dass das so ein bisschen Probleme geben könnte mit der Größe unserer Schiffe. Allerdings erledigt sich das hier auch gerade von alleine. Der Brückenwärter, der auch gleichzeitig der Hafenmeister ist, lässt uns gar nicht in den Passantenhafen rein. Dazu hätten wir noch unter der nächsten Brücke hergemusst, sondern lässt uns direkt hier einmal um die Ecke rum. Und wir sollen da festmachen und das sieht sehr gut aus. Da sieht es schon so aus, als wäre da auch viel Platz und auch genug Wendemöglichkeit, dass wir da, ja, schön festmachen können und
gucken wir mal, müssen wir hier noch einmal. Wir wollen einmal drehen, dass wir in Fahrtrichtung wieder zum Ausgang liegen. Ja, und dann sind wir in Leiden angekommen. Der Passantenhafen ist doch größer, als wir so bei Google Maps erkennen konnten. Allerdings ist er auch ziemlich voll, also Liegeplatz hätten wir da sowieso nicht bekommen. Und deshalb ist der Platz, wo wir jetzt sind, natürlich dann deutlich schöner für uns. Und er ist auch ein bisschen ruhiger, weil es ein kleines bisschen mehr abseits ist. Leiden ist übrigens eine, wie wir finden, wunderschöne Stadt, relativ groß. Man kann hier alles Mögliche machen, was man möchte. Man kann shoppen, man kann einfach nur spazieren gehen. Einfach total schön. Wir haben uns tatsächlich in diese Stadt so ein bisschen verliebt. Deshalb bleiben wir auch ein bisschen länger hier. Ja, ansonsten, wir geben ja normalerweise nicht so Empfehlungen, was man so machen könnte in einer Stadt. Allerdings würden wir tatsächlich dieses Mal uns dazu hinreißen lassen, eine Empfehlung zu geben. Und zwar haben wir das Hortus Botanicus besucht. Hier gibt es einige große Gewächshäuser und auch einen Außenbereich. Unter anderem ist hier wohl auch die erste Tulpe der Niederlande gezüchtet worden. Tulpen konnten wir hier natürlich jetzt nicht sehen. Es ist im Moment nun mal keine Tulpenzeit, aber viele andere schöne Pflanzen. Und wir sind wirklich froh, dass wir es gemacht haben und dass wir uns das hier einmal angeschaut haben. Zieht uns natürlich auch wieder aufs Wasser und so haben wir dann noch eine selbst inszenierte Kanaltour gemacht durch Leiden. Die Fuhr hat ja ihr Schlauchboot immer dabei und so haben wir eine mehrstündige Tour tatsächlich durch Leiden gemacht, quer durch die Stadt von links nach rechts und von rechts nach links und haben uns einiges angeguckt und waren wirklich begeistert. Und ja, wir waren mit Sicherheit nicht das letzte Mal in Leiden. Take my hand and fly up to the top where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.